Speisen, die Solardinger, warte mal, das sind ein, ja gut, ich hab sie, deswegen benutzen wir sie einfach mal. Okay, Nitinol Bearings bauen wir nirgends, ne? Oder? Barrels. Bearings. Hat irgendjemand mal was Provisorisches für irgendwas gemacht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, fällt mir sonst ein. Bearings bestimmt nicht. Dann muss der Mark II reichen. Von was denn? Exoskelette. Ach jo. Ah. Wie gesagt, ich werde dann gucken, dass ich die... Apropos, die Forschung läuft gerade eh nicht weiter. Nee, 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 nee. Putz! Warum läuft die nicht? Ja, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund. Die goldenen Fläschchen fehlen, weil hier viele Prozessoreinheiten. Die werden anders geforscht. Achso, was ist das? Achso, die forschen über sowas, okay. Da weil ich da ja die Beacons wieder entfernt habe. Die ist nur extrem langsam gerade. Alles klar. Dran, oder wie? Ich hatte da nämlich, als ich die anderen Boards erforscht habe, extrem viele Speed-Module drin. Da ging das ruckzuck. Okay. Was ist mit dem Sohn von Ausbilder Schmidt? Ruck und Zuck? Ja. Oh yeah. Und von Ausbilder Schmidt. Ruckzuck. Oh, ich brauche mehr Strom. Ich brauche mal die Stufe 6 Module. Jetzt ist er wieder ein bisschen am Hören. Der Mann ist einfach so. So, und die Produktivität ist da unten. So, jetzt noch Module. So, die 6er Produktivitäten hatten wir doch auch irgendwo. Ich sehe die gerade noch nicht, Brummi. Das 6er grün? Nee, 6er lila, pink. Ich glaube, die habe ich nur bis 5 gebaut. Das kann nicht sein, weil ich habe schon MK3 Reaktor und der braucht die. Das muss irgendwo okay. Haben. Und ich glaube nicht, dass ich mir die Mühe mache, das im Inventar zu basteln. Also, da wo du gerade stehst, mehr habe ich da nicht. Hä? Okay, habe ich mich verlesen? Die habe ich da nie gemacht, für die habe ich die nächsten Stufen nicht gebaut. Habe ich die Scheiße echt von Hand gecraftet? Wahrscheinlich. Oh Gott. Nee, da wäre ich ja bescheuert. Wie gesagt, da wollte ich mich jetzt zunächst drum kümmern. Im Endeffekt brauchen die doch alles das Gleiche. Halt, das sind die 8er, das sind die 6er. Die brauchen doch exakt das Gleiche. Wartet mal, dann... Oh, ich habe nicht mal eine Fabrik. Ach, wo sind die Fabriken hier? Fabriken, 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 Fabriken. Da. Krieg ich das erstmal hier irgendwo hin kurz? Ach man, ein schleichender Codi. Ja. Ich warte noch drauf, dass meine Dinger umgebaut werden. So, gucken wir einfach mal, was passiert. Ich nehme mal hier. Boah, Brummi, kann es sein, dass du da vergessen hast, jemanden zu limitieren? Hä? Der Fabrik für die grünen Module sind saumäßig viele Effectivity-Boards. Hä? Moment. Hui. Hä? Die ist aber auf der Filter der Greiferarm ist aber auf 10 limitiert. Die Kiste ist aber auch ratzevoll mit den Dingern. What? Der Arm hier ist auf 100. Wie ist das denn zustande gekommen? Ja. Das ist ein gut Quäschchen. Ja, guck's dir mal an. Ja, ich seh's, ich seh's. Ah, nee, hä, warte mal, jetzt seh's nicht mehr. Falsche Idee. Der Arm ist auf 100 limitiert. Der Arm hier oben ist auf 10 limitiert. Und die Kiste ist auch fast voll. Hm. Hä? Okay, what? Vielleicht lief es mal auf dem falschen. Vielleicht gab es mal einen Fließbandfehler hier unten und es lief auf dem falschen Fließband und dadurch wurde es nicht gesperrt. Nee, die werden ja hier oben produziert, die Dinger, die so voll sind. Die werden ja hier produziert. Ja, aber sie kommen ja auch hier auf dem Fließband. Nee, das sind nicht die Vorstufe. Oh, die sind vom Bild minimal anders. Ja, ich sehe es auch gerade. Oder? Das sind drei verschiedene Arten von... Effektiv-Circuit-Boards. Effektiv... Ach, es geht hier um die Logik-Boards. Logik? Die Vorstufe und dann die letzte Stufe, die bei der jeweiligen Achterproduktion gebraucht wird oder hergestellt wird. Wissen Sie? Die Prozessor-Boards sind es dann. Oh, Rüstung ist fertig. Joa. Apropos Prozessor. Gibt es die Productivity Processor Boards? Sind das die hier? Das sind die Logik Boards. Auch die Logik Boards. Was bauen die hier? Das sind die Circuit Boards. Oh Gott. Da warst du echt bescheuert hier. Hey, und ich musste den Scheiß bauen. Ich werde eigentlich nur bescheuert wegen dem, wo ist jetzt was. Naja, das ist voll durcheinander. Solder und CPUs. Ach, CPUs, die werden doch hier oben gebastelt bestimmt, oder? Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt alles, was ich in der alten drin hatte, wieder reingeschmissen und es ist immer noch so viel Platz. Echt krank. Ah, hier sind die CPUs. Sehr gut. Also im Endeffekt brauchen wir, ich weiß, das dauert jetzt gerade ein bisschen länger, was ich hier tue, aber wir brauchen 2 Module, die kriegen wir doch noch gebacken hier. Die 2 Module brauchen 12 Productivity Prozessor Boards. Und die wiederum... Ich glaube, die produziere ich nicht. Ja, ich weiß. Ich baue das gerade von Hand. Modulprozessorboard. Modulprozessorboard. Ja, das sind die da hier. Solder und die Integrated. Solder und die anderen... Ach, die kommen schon wieder nicht. Mal da gucken, was da unten los ist. Ja, doch, die werden gebastelt. Das sind nur Arschlamm. Okay. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen wie viele? 2. Wieso habe ich jetzt keine... Ach so, wir bauen... Ja, nee. Alles gut. Ja. Wie gesagt, ich keks mir dann gleich einen aus, was die Achter angeht von den Teilen. Ich muss gerade nur einen Überblick finden, wie ich die... Oh, 6. Okay, warte, dann machen wir das anders. Ich glaube, so ist es deutlich einfacher. Ja. So, dann können wir uns mal hier diesen MK2 rausnehmen. Was brauchen wir denn noch? Ach, die Electronic Processing Boards. Sind aber wieder ein paar da, okay. Okay, warum arbeitet die Forschung nicht? Oh, Hashtag 2020, ich bin mal AFK. Hashtag 2020. Oh ja, alles klar. Okay. Die brauchen das hier, das haben wir ja eingepackt. Jene Transistoren. Los, baut schneller. Ich frage mich, wer eigentlich immer die Processing Boards anfordert. Welche? Nicht die Processing Boards. Du meinst die blauen. Ach, die blauen? Ja, die sind nämlich permanent die hier abgeholt. Irgendein Prozess wird die wohl schon brauchen. Wo fliegen die denn hin? Logistikdrohne kommt, hat sich's geschnappt. Ich verfolge das Ding mal. Ach, die werden zu Codi geliefert, aktuell. Natürlich, der fordert alles an. Jetzt. Das ist so klar. Selber schuld, dass ihr es nicht macht. Jetzt fehlen Widerstände in der... Ah, die Logistik ist, glaube ich, gerade überfordert. Kann das sein? Ja, die ist ja immer noch beschäftigt, Erzfelder abzubauen. Die ist nach wie vor... Ja, okay, dann ist das klar, dass hier oben nicht richtig produziert wird, weil das alles logistisch abhängig ist. Oh, das Praktische ist, durch unseren neuen Mod, den wir drin haben, kümmern sich die Drohnen natürlich deutlich besser um das Erzfeld, weil sobald hier so ein Electric Miner fertig ist, wird auch die Kiste mit abgerissen. Das ist schön. Und dann übernehmen die Kisten gehen auch? Also, ja. Gerade eben kam ein Schwarm voller Construction-Drohnen. Deswegen gehe ich davon aus, weil es ja die Construction-Drohnen machen. Und hier waren vorne Kisten, hätte ich schwören können. Mal gucken. Können wir mal ein paar Module reinklatschen. Ich sehe auch eh gerade, dass da einiges noch an... Welche Kisten sind es? Das sind 12.000er Kisten. Gucken wir mal, ob da welche drin sind von diesen. Oder von diesen hier. Auf dem Weg 18. Ja, dann warten wir kurz, weil dann können wir das nämlich drüber setzen. Das ist schön. Und die Strecke wächst. Yay. Nicht mehr lang, dann kann die Strecke hier endlich fertig gebaut werden. So. Dauert trotzdem noch ewig, bis die Drohnen das alles rausgeholt haben. Sind teilweise noch über 62. Also ich muss mal gucken, dass die Produktion, ich weiß nicht, ob die Erzanlage das überhaupt hinterherpackt. Wo geht denn das alles hin? Das wird nämlich schon ganz woanders eingelagert von den Drohnen. Oh Gott, wo bringen die das hin? Die fliegen? Ernsthaft. Die fliegen bis zur... Oh Gott, weil da... Oh Gott. Ihr Drohnen habt echt einen Arsch offen, wisst ihr das? So. Nehmen wir mal provisorisch ein paar Kisten kurz hier hin. Und zwar ist... Wo ist die Verarbeitung von dem Erz? Die ist hier. Mal gucken, wann sie es dann raffen. Ich hätte natürlich auch ein Warenhaus hinsetzen können, aber ich mache jetzt über diese kleinen Kisten hier hin. Immerhin ist die Anlage gut im Arbeiten, wie man sieht. Das Ding ist permanent auf Null. Also die kommen eigentlich die ganze Zeit. Es ist echt die Frage, warum die Drohnen so einen dermaßen Umweg machen. Aber man sieht ja, von allen Seiten kommen die Drohnen hierher. Das ist echt krank. Bloß Duratit ist so langsam voll. Also das Lagerhaus wird bald... Ach, deswegen haben wir auch Probleme. Moment, dann gehe ich da mal rüber. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann machen wir es einfach so. Wir nehmen jetzt noch ein Stückel auf die Folge und dann... teile ich diese Folge einfach. Macht jetzt mehr Sinn. Als jetzt einen Cut zu machen und dann weiterzumachen. Da muss ich mir überlegen, warte mal, das ist jetzt die Mittwochsfolge. Genau, wir brauchen nämlich noch eine Samstagsfolge. Und ab dann kann man ja schon so ein bisschen verraten. Ich meine, dann ist ja schon fast Weihnachten. Oh Gott, wo gehen denn die hin? Wo gehen denn die hin? Die fliegen hier hoch. Ah, okay, die bringen es zu Codi. Alles klar, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was für Drohnenschwarm. Ja, dann ist ja schon Weihnachten und dann... Ja, dann ist Weihnachten. Und Feiertage und so und da ist man ja... Oh mein Gott, wenn Weihnachten ist, ist Weihnachten? Hast du das jetzt wirklich gesagt? Ja, natürlich. Was? Weihnachten? Nee, ganz ehrlich, das Fest ist für mich so... Ja, mich juckt's jetzt auch nicht, dass Weihnachten... Also, ich bin froh, dass ich da Urlaub habe. Und dann hört's auch schon auf. Naja, ohne Family Weihnachten feiern finde ich einfach blödsinnig. Brummi wärst du näher dran, könnten wir zusammen feiern. Oh ja. So. Codi, nimm mir mehr Erz ab. Von was? Kupfer. Oh, du bist schon voll mit Kupfer. Ich sehe es auch gerade. Ja, Kupfer stehen 2 Züge drin gerade, ne? Ja. Ja, die Bearbeitung ist gerade ein bisschen... Bist du so voll da hinten? Eigentlich nicht, nee. Säure? Nö, Säure ist auch da. Mir wird kein Säure angeliefert. Cool, hat mal jemand gerade 2 Beacons in der Tasche? Ja, warte, wo bist du? Wo stehst du? Ich bin immer noch mitten unter den Speed-Modulen und so weiter. Ja, guck mal ins Inventar. Guck mal ins Inventar. Ah, da. Das sind zwar mehr als 2, aber ich sag trotzdem danke. Ja, bitte. So, hier läuft nix, aber liegt nicht an der Säure, sondern da machen wir jetzt was anderes. Oh, wo sind die Achter-Speed-Module? Achter-Speed-Module... Oh, bei dir da oben? Irgendwie nicht. Setzt du da gleich Beacons an deine Kupferanlage? Ich habe gerade gesehen, dass bei der einen Anodenherstellung da noch keine Beacons dran hängen. Das hast du aber sehr unsymmetrisch hingesetzt. Wieso? Weil die nicht gleich gesetzt sind. Sicher? Ja, sicher. Stimmt, der eine ist ein Stück weiter oben. Eieiei. Ja, aber jetzt sieht man den Unterschied gewaltig gleich. Jetzt kommt zumindest das Fließband nicht mehr hinterher. Das lässt sich auch ändern. Zack. Oh Gott. Okay, ich sehe gerade, dass meine Styratit-Produktion, nein, meine Saphirit-Produktion gar nicht mit Kupfer so voll ist. Gut, doch, die linke Seite ja, die rechte Seite ist mit Zink voll und mit Titan. Oh yeah. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen... Ah, da haben wir ja sogar schon Pufferkisten hingepackt quasi. Hm. Oh, sogar das Uran staut sich schon krass. Okay. Das kommt von der Anlage. Welche ist das? Das ist die Styratit. Ich mache das mal trotzdem. Und zwar packen wir mal... Ich bin verwirrt. Wo geht denn das Kupfer hin? Ach, das geht da oben lang. Aha. Machen wir das nämlich so hin. Können wir einmal hier mit Kupfer rausgehen und einmal hier mit Kupfer rausgehen. So, passt. Das drehen wir. Das drehen wir auch. Die Fließbänder werden sich eh gleich wieder verstopfen, aber jetzt kann man hier noch ein bisschen was reinziehen, auf jeden Fall was Kupfer angeht, und dann laufen zumindest die Anlagen hier gleich wieder an. Oh, hier wird sogar richtig gut gearbeitet auf der linken Seite. Die rechte Seite ist momentan noch echt tot. Selbst hier ist leer, was gut ist für uns. Ist die Frage, was ist hier los? Oder fehlen sogar noch Module. Teilweise sind es... Ja gut, das geht eigentlich. Gucken wir mal eben, warte mal. Modulchen. Die da hier. Das geht schon mal gar nicht hier. Oh, ist auf jeden Fall nett, dass Brummi uns damit Beacons gesetzt hat irgendwann mal. Wo denn? Ach, immer eine Erzanlage mit deiner Pollution. Ich habe so, da ja, mal eben Geschwindigkeit reinpacken. Da ist ja noch Platz drin. Ich könnte auch ja, Efficiency ja reinklatschen. Oder also die Grünen auf jeden Fall. Dann würden sie noch weniger Strom verbrauchen. Alles gut. Ich sehe gerade, dass mein Fließband jetzt zu langsam ist. Das heißt, wir müssen hier langsam mal die ganze Fließbandgeschichte hier upgraden. Ich hoffe, dass wir da momentan noch ein bisschen was auf Reserve haben. Dadurch, dass Codi ja teilweise auch sehr viel upgradet bei sich. Okay, Tunnel 50, sehr schön. Fließbänder 48, ja, habe ich befürchtet. Also das ist die bisherige Schnellstverarbeitung für Kupfer gerade. Okay. Da kriege ich es gerade nicht. Davon habe ich da noch welche. So. Was hat denn an Kupfer gerade so in einer Minute? 11.000 Kupferbahn in der Minute. Habe ich sie gerade falsch umgesetzt? Ja, ich habe sie falsch umgesetzt. Moment mal, so rein. So, passt. So, dann müssen wir hier natürlich... das ist nicht eingestellt, bevor ich die jetzt einstelle. Passt. Wir haben ja nicht so viele Fließbänder. Aber wenn sich das ein bisschen leeren kann, wäre das schon gut. Wenn nämlich die ganzen Anlagen wieder hier anlaufen. Das war schon ein bisschen fatal für meine Fließbänder hier oben, wenn zwei Kupferzüge kommen und die beide am gleichen Bahnhof entlang, also auf der gleichen Höhe. Ja, das ist natürlich dann die Höhe erstmal eine Weile. Naja, klar, logisch, logisch. So, gucken wir mal eben nochmal hier. Ah, schade. Fehlt es aktuell wahrscheinlich gerade wieder an Eisen. Yep. Und Eisen ist... Gucken wir mal. Wird hier auf jeden Fall angefordert. Jawohl. Das heißt, die Eisenzüge sind auf jeden Fall irgendwo unterwegs. Gucken wir mal hier. Wir müssen ja nur den Bahnhof anklicken. Ach, die stehen gerade alle beim Warten, weil zu wenig Eisen gerade da ist. Okay, gut. Dann dauert das leider noch ein bisschen. Schade. Wir können aber die etwas schlechteren Fließbänder hier nehmen. Die taugen auf jeden Fall auch was zur Optimierung hierbei, das ist ganz klar. So. Einmal hier. Jetzt geht das ziemlich gut ab, glaube ich. Also zumindest sollte hier unten jetzt deutlich schneller gefüllt werden. Ja, sieht gut aus. Hier in der Verarbeitung müssen wir mal gucken. Läuft eigentlich auch ganz gut. Aber lässt sich natürlich noch steigern, ist klar. Zack, einmal hier rein, ne? Ja, okay. Verarbeitung überhaupt nach? Nee, kommt gar nicht nach. Unten, die unteren Anlagen kriegen schon gar nichts mehr ab. Okay, dann müssen wir definitiv hier... da machen wir erstmal den Trick mit den 4 Beladern, weil wir einfach zu wenig von den guten Beladern haben. Packen das so hin. Dossi? Ja. Ach, guck, da wieder alle. Wieso wundert mich das? Gut, dann reißen wir die wieder. Wie gesagt, selber schuld, dass ihr die Logistik nicht benutzt. Nein, das hat damit nichts zu tun, Codi. Wir sind ja auch teilweise ganz woanders, wo die Logistik nicht da ist. Diese Ausreden. Das sind keine Ausreden. Ich kann es gerne umstellen. Dann wirst du auch nie wieder was kriegen. Ist kein Problem. Meine Güte. Humorloses Rap. Und dann nehmen wir jetzt einfach die hier, komm. Die taugen auch was. Jetzt kriegen auch die unteren Anlagen wieder. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich hier das Gleiche machen. Jetzt kriegen wir nämlich die Abnahmeproblematik. Oh, ich habe nochmal 100 Stück. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gehen wir mal bis hier hin. Dann zweimal die Tunnel upgraden. Ach. Immer falsch rum. Da haben wir sogar noch die schnellen. So. Jetzt sollte das jetzt ziemlich gut abgehen. Zumindest die linke Seite hier ist jetzt ziemlich gut beschäftigt. Da schießt es ordentlich rein. Die rechte Seite, die arbeitet eh nicht. Da liegt es ja eher in was ganz anderem. Daher ist es da erstmal auch egal. Hauptsache die Anlage läuft wieder ein bisschen. Ich weiß, hier ist der Strom aus, aber wie ihr seht, funktioniert es auch ohne Strom. Aber es geblinke nervt. Schließen wir es an. So, sehr schön. Muss jetzt nur noch Codi dafür sorgen, dass er das Kupfer hier einfach saugt wie ein Irrer. Und das Zink und das Titan und dann läuft das wieder. Hm? Immer. Was? Klick doch. Solange ich Platz im Wartebahnhof habe, schick doch. Okay, hat er gesagt. So, endlich ist die Forschung fertig. So, einmal, zweimal. Und noch ein bisschen Treibstoff für die neuen Züge für Codi. So. Ich dachte, du wolltest Titan schicken. Ah, halt, ihr Säcke. Nicht warten. Oh. So. Ja, bin ja noch nicht fertig mit Zügen setzen. Das wäre Titan. Ich muss erstmal den Titanzug finden. Steht der zufällig da drin gerade? Ja, da ist er doch. Einmal kopieren. Und schon habe ich wieder keinen Zug mehr. Nee. So. MK3, MK3. Diesmal gleich Erzanlage Titan ab. So. Ja, saugt das Titan daraus. Los. Das ist schön, dann saugen sie nämlich das hier raus. Dann müsste hier bald, sobald hier ein Stack raus ist, wird es wieder durch irgendwas. Jawohl, jetzt ist es passiert gerade eben. Zack. Dadurch kriegen wir auch wieder einen Haufen mehr Eisenerz wieder raus. Hoffe ich. Zumindest das Fließband hier. Mal gucken, auch gerade Silikon zum Beispiel. Was ist das andere da? Wow. 13.000 von drin. Du willst mich verarschen. Das ist, was ist das? Das ist... Gucken wir mal hier eben. Was war denn das nochmal? Hm? Ach, Nickel. Nickel war das. Okay. Aber Nickel geht anscheinend auch sehr gut weg, weil hier ist sonst nichts. Aluminium staut sich ein bisschen. Oh, ein bisschen ist gut. gerade ein anderes Problem. Ich habe 113.000 Sodiumhydroxid dran und der Zug darf erst liefern, wenn es unter 2000 fällt. Okay. Hast du irgendwo ein Rückkopplungsproblem? Wie schon mal, wenn du dich erinnerst? Nö. Nö, okay. Das wäre jetzt so eine Vermutung gewesen. So, aber ich würde sagen, wir haben jetzt die Stunde erreicht. Wie gesagt, ich schnippel das Ganze jetzt. Das ist dann, wir teilen das einfach in 2 Folgen auf. Ist für mich auch angenehmer, dann passt das so. Und ich würde sagen, ja, dann haben wir ja schon quasi... Theoretisch kommt ja dann die nächste Folge montags raus. Und das ist, wie vorhin schon erwähnt, Weihnachten. Sprich, ich bin gespannt, ob ihr euch da genauso freut wie wir. Und ich bin auch vor allem gespannt... was ihr von diesem kleinen, sag ich mal, Special halten werdet. Mehr möchte ich da erstmal nicht verraten. Daher würde ich jetzt einfach sagen, wir sehen uns an Weihnachten. Macht's gut, haut rein und bis dahin. Tschüss. Tschüss.